Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Postillon 24 Nachrichten. Für die Kurzmeldungen heute zuständig Anne Rothäuser. Hallo. Eine unachtsame Mutter hat in der Nähe von Trier einen Verkehrsunfall mit 4 Schwerverletzten und hohem Sachschaden verursacht. Offenbar hatte die Frau vergessen, ihren 35-jährigen Sohn bei der Verabschiedung daran zu erinnern, er solle vorsichtig fahren. Jetzt drohen ihr rechtliche Konsequenzen. Von diesem Kleinwagen ist nur noch ein zerknäulter Haufen Blech übrig. Sein Fahrer, Thomas W., liegt verletzt im Krankenhaus. Der 35-Jährige verlor gestern in dieser Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, drängte ein entgegenkommendes Fahrzeug von der Straße ab und raste anschließend gegen einen Baum. Thomas W. hat bei dem Unfall schwere Prellungen erlitten, sich mehrere Rippen und den Arm gebrochen. Er ist schockiert von der Verantwortungslosigkeit seiner Mutter Gerda. Also ich weiß wirklich nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Seit ich den Führerschein habe, sagt sie immer, fahr vorsichtig. Und dann setzt sie plötzlich so einfach mein Leben aufs Spiel. Die Folgen von Gerda W.'s Unachtsamkeit sind verheerend. Bereits kurz nach Verlassen der elterlichen Einfahrt geht Thomas W. gestern dazu über, mit durchgedrücktem Gaspedal und geschlossenen Augen Schlangenlinien zu fahren. Von der üblichen Vorsicht keine Spur. Nicht einmal der Sicherheitsgurt ist ordnungsgemäß angelegt. Der anschließende Unfall, nur eine Frage der Zeit. Seine Mutter ist jetzt natürlich in Erklärungsnot. Ich hab das doch nicht gewollt. Ich hab dem Jungen noch ein großes Stück Kuchen eingepackt. Und dabei muss ich wohl vergessen haben, ihm zu sagen, dass er vorsichtig fahren soll. Halten Sie mich bitte nicht für eine schlechte Mutter. Obwohl Thomas W. froh ist, dass niemand wegen seiner rücksichtslosen Mutter ums Leben kam, werden alte Erinnerungen wach. Schon früher wäre ich mehrfach fast im Schnee erfroren, weil sie vergessen hatte, mich daran zu erinnern, dass ich mich warm anziehen soll. Mein Teller musste ich früher selten leer essen. Auch deshalb bin ich heute nicht groß und stark. Das letzte Wort in diesem Fall ist derweil noch nicht gesprochen. Gerda W. droht nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Außerdem erhält sie 4 Punkte in Flensburg sowie 3 Monate Fahrverbot. Und damit zu den Kurzmeldungen mit Anne. Super GAU in norddeutscher Windkraftanlage. In der Nähe von Schwerin ist es heute zum größten anzunehmenden Unfall bei der Erzeugung von Windenergie gekommen. Laut Angaben der Betreiberfirma war einer der Transformatoren zeitweilig ausgefallen. Erste Messungen nach der Katastrophe ergaben, dass ein Gebiet im Umkreis von 0 Kilometern um die Anlage verstrahlt wurde. Außerdem konnte für einen begrenzten Zeitraum kein Strom erzeugt werden. Erst nach 3 Stunden gelang es Mechanikern, das defekte Bauelement zu reparieren. Entsetzte Reaktionen gab es unter anderem vom Deutschen Atomforum. In einem offenen Brief fragt der Lobbyverband wörtlich: Wie lange will die Menschheit noch auf eine Form der Energiegewinnung setzen, die im Ernstfall bis zu ihrer Reparatur ausfällt? Passivsaufen schadet der Gesundheit. Das ergab eine medizinische Studie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation. Die Probanden mussten dazu einen gewöhnlichen Kneipenabend mit Menschen verbringen, die größere Mengen an Alkohol konsumierten. Sie selbst blieben nüchtern. Dabei zeigte sich, dass sogenannte Passivtrinker einem 8-fach größeren Verletzungsrisiko ausgesetzt sind als Menschen, die ihren Abend ausschließlich mit Abstinenzlern verbringen. So wurden 10% der Studienteilnehmer von Betrunkenen verprügelt, als sie versuchten, Streitereien mit logischen Argumenten zu schlichten. Andere wurden von schlecht geworfenen Dartpfeilen verletzt oder rutschten auf Erbrochenem aus. Eine Versuchsperson brach sich das Steißbein, als ihr ein alkoholisierter Spaßvogel den Stuhl unter dem Hintern wegzog. Als erste Konsequenz aus den neuen Erkenntnissen empfiehlt die WHO nun aus Gründen des Nichttrinkerschutzes ein allgemeines Sauverbot für die Gastronomie. Internet wird am Montag für immer abgeschaltet. Die 10 größten Telekommunikationsunternehmen der Welt, darunter die Deutsche Telekom und Vodafone, haben heute auf einer Pressekonferenz in Tokio das Experiment Internet für beendet erklärt. Am kommenden Montag sollen um 18 Uhr deutscher Zeit weltweit alle Server heruntergefahren werden. Grund ist nach offiziellen Angaben der mangelnde kommerzielle Erfolg des World Wide Web.
Vertreter der Wirtschaft begrüßen den Schritt der Telekommunikationsbranche mit der Begründung, dass vor allem Büroangestellte viel zu viel im Netz surfen und sich lieber sinnlose Online-Videos ansehen, statt zu arbeiten. Alle Internetnutzer werden nun gebeten, bis zur Abschaltung am Montag alle privaten Dateien, Fotos und Videos, die noch benötigt werden, herunterzuladen und sich von ihren Facebook-Freunden zu verabschieden. Vielen Dank, Anne. Liebe Zuschauer, das waren die Postillon 24 Nachrichten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.